Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Star Wars Jedi Tempel Folge 90. Wow, immer noch unglaublich, dass wir so weit sind und auch schon so viel trotzdem auch erbaut haben. Ist echt mega geil. Und jetzt, wo wir hier gerade sehen und ich das hier sehe, wollte ich nochmal kurz anwähnen. Letzte Folge haben wir uns eine Farm unterhalb unserer Base gebaut, eine kleine, die natürlich noch ausgebaut wird. Heute will ich ein bisschen Sandstein abbauen gehen, um den Weg dafür zu ebnen und Folge Staffel 1 perfekt abzuschließen, denn das ist jetzt ja die zehntletzte Folge. Wir sind jetzt komplett in Endspurt, also jetzt nochmal alles rausholen und gucken, dass wir hier was Gescheites auf die Füße stellen, um einen würdigen Abgang für Staffel 1 zu schaffen. Und ja, da fangen wir doch gleich mal an mit abbauen. Was denn sonst? Und ich habe mir jetzt ein paar Haken hier gemacht und die werde ich heute alle verbrauchen. Ja, genau. Leute, wir sind jetzt am Ende der Staffel und es wird auch ziemlich bald Weihnachten. Weihnachtszeit nähert, das heißt, ich werde auch ein bisschen Weihnachten hier feiern, sage ich mal. Vielleicht meine Base ein bisschen schmücken. Ich wüsste zwar noch nicht, wie ich die weihnachtlich schmücken könnte. Aber naja, auf jeden Fall würde ich das mit Weihnachtsmusik ein bisschen unterlegen, denn ich mag Weihnachten sehr. Alle, die nicht Weihnachten mögen. Ja, ist halt so. Ich sag mal, naja, ihr könnt es ja gut ignorieren. Ja, es ist ja jetzt nicht, dass ich hier auf einmal Weihnachtsmänner baue oder so, sondern einfach, ja. Das wird aber in der zweiten Staffel schon sein. Ich weiß nicht, ob ich die Staffelfinale, nach dem Staffelfinale gleich einfach mir nichts hier nicht weitermache oder erstmal ein paar Tage Pause. Das heißt, dass ich erstmal dieses Format für 3 Tage oder was weiß ich was einfach mal kurz abschalte, also abschalten im Sinne von nichts hochladen und ja, und ein bisschen mal wieder durchzuatmen, auch euch mal die Chance zu geben, durchzuatmen und vielleicht, ich glaube nicht, dass hier jeder außer Andi, ich glaube noch nicht mal Andi macht es, also dass keiner wirklich jede Folge immer gleich jeden Tag guckt, die kommt raus und die guckt sie dann an den Tag, sondern manche vielleicht auch mal nachgucken müssen und ich gerade frage, okay, was ist denn, wie kam das denn da jetzt zustande? Wie hat er das denn gebaut? Das muss ich nochmal überprüfen. Und vielleicht macht es vielleicht ganz Sinn, mal ein paar Tage Pause zu machen und ich kann dann schon mal ein bisschen vorproduzieren. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Eigentlich bin ich gewillt, sofort weiterzumachen, denn ich habe es eilig, ja, ein bisschen eilig habe ich es schon, muss ich ehrlich sagen. Aber, ja, also ich finde es nicht schlimm, wenn wir ein kleines Päuschen einlegen von ein paar Tagen. Vielleicht auch eine Woche, ich weiß es nicht. Müssen wir gucken. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, weiter darf ich nicht hier da bauen, weil sonst gibt's. Aber. Ja, sag ich ja. Weil hier ist schon draußen. Naja, also. Ich werde mir das mal überlegen mit den ganzen, mit dem Staffelfinale und wie da der Übergang zu Folge 101 ist. Aber dann ist es soweit, dann habe ich einen Meilenstein geschafft, denn, Leute, dann bin ich dreistellig. Dann habe ich dreistellige Zahl, eine dreistellige Zahl. Und die wird dann erstmal lange, lange sein bis zur Folge 999, denn dann kommt danach natürlich logischerweise die vierstellige 1000. Aber bis die erreicht worden ist, oh wei, oh wei. Wer weiß, was bis dahin passiert. Ehrlich mal, wer weiß. Das ist so weit weg noch. Muss hier echt aufpassen, ein bisschen. Also, wie gesagt, die Community, dieses kleine bisschen, was wir jetzt schon haben, ist nett, alles schön und gut. Aber natürlich hoffe ich mir dann in der nächsten Staffel einen größeren Ansturm als nur so ein paar. Und ich bin guter Dinge, dass es so passiert und auch ich habe die Hoffnung auch, dass es größer wird und wächst. Denn jeder, der mein Format jetzt so gesehen hat bislang, sagt ja, ist geil. Also ist ein Riesenprojekt. Klar ist es ausbaufähig von der Qualität her, das weiß ich selber. Aber so seid ihr ja schon mal nicht ange seid ihr schon mal angetwixt von der Idee dahinter. Und das ist gut und daraus muss ich was machen. Aber da muss man mir überlassen. Und jetzt habe ich mich eingebaut. Ne, habe ich doch nicht. Und demnach denke ich ganz einfach, ich
Bitte mal. Ich habe das Gefühl, jetzt stürzt hier das ein. Ja. Demnach. Ja, habe ich mich jetzt hier eingebaut? Nee. Demnach müsst ihr mir das überlassen und ja, ich bin dabei, die Qualität anzusteigen. Andi will auch ein bisschen was auf sein Format machen und auch da kann man dann demnächst vorbeigucken. Und ja, ich denke mal, da wartet eine geile Zukunft. Und der Jedi-Tempel wird immer größer. Und in der nächsten Staffel, jetzt denkt euch mal das dazu, was wir diese Staffel erreicht haben. Dazu denken, du musst noch ein bisschen mehr. Das ist quasi, also, ja, doch, das wird schon mehr sein, ein bisschen, weil wir am Anfang ein bisschen rumgedümpelt haben und noch unsicher waren. Und da habe ich hier geguckt und da geguckt. Und, das ist natürlich, das umgehen wir jetzt natürlich alles. Und wir können uns ja in der zweiten Staffel extrem auf das Craften oder das Bauen des Jedi-Tempels drauf einstellen. Und das ist halt das richtig Gute. Ne? Also wir müssen jetzt nicht sagen, ja, pff, so eine Scheiße, jetzt müssen wir diese machen, das machen. Klar, das Abbauen von Stein und die Base erweitern, das wird auch noch in der zweiten Staffel definitiv der Fall sein. Und das Abbauen wird sowieso immer uns verfolgen. Egal welche Staffel, selbst Staffel 300 mit 30.000 Folgen, das wird immer ein Thema immer ein Thema sein. Aber das ist halt der Sinn des Überlebensmodus. Und aber wir müssen uns keinen Standpunkt mehr raussuchen. Wir müssen uns keine Wüste mehr suchen. Wir müssen uns keine Base mehr erbauen. Also nur noch weiterbauen. Aber oder keinen Platz mehr suchen. Wir müssen nichts mehr dumm rumziehen. Wie groß wird der Jedi-Tempel? Und hier und da und. Und nee, da müssen wir doch nochmal. Und das müssen wir alles nicht mehr tun. Und das nimmt uns einiges an Folgen. Und dadurch kann man sich jetzt sagen, okay, wir werden auf jeden Fall bestimmt noch eine Front schaffen, in der, vielleicht sogar zwei Fronten in der nächsten Staffel. Und definitiv den Eingangsbereich. Und das wird Folge 200 definitiv Anspruch nehmen und dann vielleicht auch sogar schon den Eingangsbereich, der, also die Treppe, komplett machen. Also die Treppe an sich muss komplett gemacht werden. Die will ich vielleicht sogar noch diese Staffel komplett machen. Soweit es geht. Sage ich mal lieber. Aber ich meine es wirklich hochziehen. So bis hoch zum Limit. Bis zur Decke. Decke des Jedi-Tempels. So hoch vielleicht will ich die ziehen. Das kann durchaus die Folgen sein. Dass man so sieht, okay, so sieht der Jedi-Tempel dann aus, wenn er fertig ist ungefähr. Dass man das schon ahnen kann. Und ja, das wird der Sinn bis Folge 200 sein. Und was denn in Folge 300 kommt, naja, das lassen wir mal erstmal in den Stern stehen. Aber so kommen wir ans Ziel. Und ihr seht ja, wir haben jetzt schon Folge 200. Natürlich habe ich am Anfang immer zwei Folgen am Tag rausgebracht. Aber ja, jetzt müssen wir mal ganz entspannt sein. In 100 Tage, wenn ich wirklich, das jetzt, also ich bin mir noch unsicher. Also entweder in 200 Tagen sind schnell rum oder 100 Tage. Sind eigentlich auch schnell vorbei. Wenn ich jeden Tag jetzt weiterhin ein Video rausbringe, ich weiß es nicht. Also ich will, aber das ist auch echt eine mega Herausforderung. Aber ich will. Ihr müsst das, wir können es, also ich spiele immer mehr mit den Gedanken zu sagen, ja, ich bringe jeden Tag eine Folge raus, aber es darf nicht negativ aufgefasst werden, wenn ich mal nicht jeden Tag eine Folge rausbringen, wenn es echt, wenn ich es einfach mal nicht anders schaffe, mit den Upload her, mit sonstigen Sachen, wenn es einfach nicht geht, weil ich habe ja noch ein Privatleben, ich spiele Fußball noch nebenbei, ich arbeite in Vollzeit, ich habe Hobbys, ich habe eine Frau zu Hause, oder eine Freundin besser gesagt, ich treffe, wir haben ein Privatleben mit Freunden und ich bin kein zu Hause sitzen und hockzocken eigentlich, das bin ich gar nicht, aber ja, diese Folge kommt am Mittwoch raus und heute zum Beispiel, und ich habe diese Folge natürlich auch vorproduziert, weil ich wusste, ich habe am Mittwoch keine Zeit aufzunehmen,
nicht mal irgendwie ansatzweise für irgendetwas. Denn da ist, also heute für euch jetzt hier, für mich jetzt noch nicht, aber heute für euch ist, bin ich mit meiner Freundin gerade essen, denn da ist unser Jahrestag. Und ja, deswegen, ja, so, heute zum Beispiel fällt dann ein Tag weg, wo ich nicht aufnehmen kann. Der Tag danach, der Donnerstag, fällt auch weg. Da kommt dann am 14.11. kommt, The Fallen Order, nee, The Fallen, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, das neue Star Wars Spiel raus. Leute, nee, das kann ich jetzt nicht aus dem Lied setzen lassen. Wie heißt das denn? Ich gucke ganz kurz nach. Ganz kurz. Star Wars Fallen, The Fallen Jedi. Star Wars Jedi Falling Order. Boah, Mensch, Leute. So, das wollte ich mir auch kaufen und vielleicht sogar noch ein Let's Play daraus machen. Bloß zwei Projekte am Laufenden haben. Dann wird das hier mit Jedi Tempel, Star Wars Jedi Tempel, die Let's Play Minecraft, jeden Tag eine Folge, echt eng. Das wird richtig eng. Weil dann würde ich es mir für die PlayStation kaufen. Und dann müsste ich das von der PlayStation aufnehmen. Dann müsste ich das erstmal auf den PC ziehen. Okay, das ist also noch keine Arbeit. Aber dann müsste ich das bearbeiten. Und dann auch noch rendern und hochladen. Und das ist immer richtig scheiße. Dieses Rendern und dann hochladen. Das nimmt richtig viel Zeit in Anspruch. Und daran liegt es meistens, dass es einfach so eine Mordsarbeit ist, so ein Projekt zu starten. Es ist so, du musst richtig nachdenken. Okay, wie weit muss ich denn vorproduzieren? Denn die nächsten Tage, ja, kann ich da überhaupt? Ist es denn da möglich, irgendwie aufzunehmen oder so? Ja, das sind so Sachen, die muss man sich halt hinterfragen bei so einem Projekt. Und wenn man halt sagt, ja, jeden Tag. Aber wenn ich mir selbst sage, okay, Leute, ich schaffe es nicht jeden Tag, dann kann ich euch auf Facebook, Twitter oder Instagram, wenn ihr mich da mal abonnieren würdet, dann würde ich euch da Bescheid geben. Jo Leute, heute keine Folge, wenn das, also natürlich in der Regel schon jeden Tag, so wie jetzt ungefähr, aber es kann halt mal vorkommen, dass es nicht so ist. Und wenn das reicht, dann werde ich das so tun. Dann werde ich sagen, okay, jeden Tag eine Folge, aber mal mit Ausnahme. Oder mal ein Video später hochkommen. Nicht um 18:15, sondern um 20:30 Uhr oder irgendwie sowas. Dann kann ich damit leben. Und dann können wir bis nächstes Jahr Frühling Staffel 2 durchziehen. Und dann in die dritte Staffel gehen. Und dann bis Folge 300 bauen. Und dann haben wir im Sommer, Ende Sommer, einen richtig dicken Jedi-Tempel, der schon richtig weit ist. Wäre eine riesen Idee und ein riesen geiles Projekt und die Community würde wachsen und wachsen und wachsen. Irgendwie schon, weil umso mehr Folgen ich drehe, umso aufmerksam wird man. Jo, was hat denn der da eigentlich gemacht die ganze Zeit? Was macht der denn da? Der baut da wirklich einen Jedi-Tempel über 300 Folgen, über 200 Folgen, wie auch immer. Das ist natürlich schon mega Ansehen, muss man ja mal so sagen. Und jetzt mit Folge 90, ja gut, jetzt hat er 90, ist schon nicht schlecht, ja, ist geil. Aber, naja, 90 Folgen, ja, was willst du denn da jetzt? Ja, so, viel, so weit war er ja noch nicht, so weit ist er ja noch gar nicht. So, dann schaltet man weg und dann, ja, egal. Außen Auge, außen Sinn, so eine Art. Das ist jetzt noch der Fall, aber dann in Folge 300 ist das dann nicht mehr so. Dann denkt man sich, boah, so weit ist der schon, alter Fege, und das alles im Überlebensmodus, nicht schlecht. So, das heißt, umso weiter wir kommen, umso größer werden wir auch. Also, so geht meine Theorie aus. Ich weiß nicht, ob das dann drauf geht. Ich hoffe es natürlich. Und ja, also mein Ziel war es jetzt in der ersten Staffel Abonnenten zu kriegen, eine kleine Community zu haben. Bisschen hat es geklappt, auf jeden Fall. Also ich habe kein großes Ziel für die erste Staffel gehabt, sagen wir es mal lieber so. Also ich wollte das Projekt beginnen und ein paar Zuschauer kriegen. Das habe ich bekommen. Ich habe mit Andy einen riesen Gewinn gemacht und denke mir, diese Staffel war dann auf jeden Fall jetzt schon ein richtig gutes Erfolg. Es war definitiv ein Erfolg, kann man so sagen. Und in der zweiten Staffel möchte ich es definitiv ein bisschen neue Ziele stecken für das Ganze. Ich nenne es jetzt einfach mal Marketing-Ding. Klar gibt es bauliche Ziele, das sind die, die ich ja gerade schon aufgezählt habe. Auf jeden Fall eine Front weiterhin fertig kriegen und den Eingangsbereich fertigstellen und die Treppe. Und Marketing-Ziele, also wie groß das, wie weit es hier wachsen soll, wäre schön, wenn
Ich, ja, kann man so sagen, so dreistellig in den Bereich der Dreistelligkeit der Abonnentenzahl gehe. Also wenn es genau 100 sind, macht mir das nichts aus. Aber das ist eigentlich ein Muss, den ich erreichen muss. Das ist etwas, was ich erreichen muss. So, jetzt habe ich auch keine Axt mehr. Das heißt, ich habe jetzt meinen Soll erfüllt für heute. Gehe jetzt zurück zur Base und wir haben genug Steine erstmal, um unsere Eingangshalle ein bisschen weiter zu bauen. Und ja. Bin gespannt, wie der Jedi-Tempel jetzt gleich so aussieht. Also von hier. Ja, baut sich so langsam auf. Das ist alles Folge 100, Folge bis, also bis Folge 90. Also großen, massiven Unterschied werden wir jetzt natürlich nicht mehr erreichen können. Aber, boah, Leute, man hat schon was erreicht. Guckt euch das mal an. Das ist alles, was wir erbaut haben schon. Hier, zack. Da hinten geht es ja noch weiter hier. Das hier wird nochmal eine Herausforderung, dieses Loch hier zu machen, Freunde. Oh, weia, ey. Also, das machen wir nicht komplett von unten bis oben zu, aber da müssen wir vorsichtig arbeiten. Jo, gut, Freunde. Dann sag ich schon mal Tschüss und wir sehen uns am Morgen wieder. Und ja, dann macht's erstmal gut und bis denn, ne? Ich sag mal. Wartet mal. Ich sag mal. Möge die Macht mit euch sein. Tschüssi.